Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute den 7.7.2017. Und ja, ich werde jetzt, wie ihr schon in der Beschreibung gelesen habt, einen Live-Schwangerschaftstest mit euch machen. Und zwar war das so, dass ich gestern habe ich mit meinem Mann gesprochen und der meinte, das war eine ganz lustige Geschichte. Der meinte: "Oh Schatz, du bist irgendwie in letzter Zeit so zickig und bla bla bla. Was ist denn los?" Und ich so: "Hä, es ist gar nichts los." Und ja, daraufhin meinte er so: "Hä, bist du schwanger?" Das war einfach nur so aus Spaß gemeint. Dann dachte ich so: Eigentlich kann er recht haben, weil meine Tage eigentlich kommen müssten. Aber dazu gleich. Später nochmal. Also, ich habe jetzt hier, ich habe hier so ganz viele kleine Tests gekauft. Das sind so diese Stäbchentests. Und so einen werde ich jetzt machen mit dem Morgenurin zur Früherkennung einer Schwangerschaft. Ich habe noch solche, den werde ich auch, denke ich mal, hinterher machen. Ja, aber der ist halt Abfälligkeit der Periode. Das heißt, diese Stäbchendinger, die können das eigentlich früher lesen. Da machen wir schnell den Test. Okay. Wie es scheint, ist der negativ. Okay, er ist negativ. Eindeutig. Würde ich sagen, oder? Doch, der ist negativ. So, ihr Lieben, ich hatte gerade vor, den Test wegzuschmeißen. Und dann, Leute, ihr glaubt mir das nicht. Ich glaube, der ist positiv. Mach's anders. Kann man das sehen? Also ich sehe da eindeutig einen zweiten Strich. Der war erstmal ganz leicht und ist jetzt mittlerweile immer stärker geworden. Und deswegen mache ich jetzt noch diesen Test. Wünsche mir Glück. So, auch dieser Test ist positiv. Jetzt ist es aber wirklich eindeutig. Auch bei diesem Test war es erstmal negativ. Dann kam da. Ui, da kam dann eine ganz leichte Linie. Und jetzt sieht es wohl so aus. Oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben. Juliette, du kriegst ein Geschwisterchen. Hey, Schatz. Bibi, du bist doch selber nur ein Baby. Ja, freust du dich? Boah, wie ihr seht, bin ich voll am Zittern. Ich kann das gar nicht glauben. Ey, das ist doch Wahnsinn, oder? Mein Mann hatte einfach recht. Er hat es gemerkt aufgrund meiner Zickigkeit. Wahnsinn. Ja, okay, weil ich sonst wahrscheinlich nie so zickig bin. Krass, Leute, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich schaut es euch an. Ich glaube, man sieht es eindeutig. Aber ich vermute, weil die zweiten Striche so schwach sind, dass ich noch dass ich noch viel weiter in der Frühschwangerschaft bin, als ich es bei Juliette war, weil bei Juliette war das ein eindeutiger Strich, der auch direkt kam. Und ja, ich denke,
Wenn ich dieses Video hochlade, dann haben wir schon, da bin ich bestimmt schon viel weiter, weil ja, ich will das erstmal noch nicht so öffentlich machen. Ich möchte erstmal, ja, erstmal der Familie Bescheid sagen. Und ja, ich bin gespannt, ey, das zweite Mal Mama, oh mein Gott, voll krass einfach. Und ne, ich hab, ja. Und das ist so krass. Einem gehen so viele Fragen direkt durch den Kopf, ob man das schafft mit zwei Kindern, wie das ist mit zwei Kindern. Dann braucht man ja schon einen neuen Kinder- oder Autositz oder weil der Maxi-Cosi oder beziehungsweise der Cybex, also ich meine jetzt die Babyschale, das haben wir eigentlich gedacht, dass es für jedes Kind ist, aber Juliette sitzt ja noch drinne. Und oh Gott, mir kommen so viele Fragen durch den Kopf. Und ja. Jedenfalls, ich denke mal, wenn ich das Video hochlade, bin ich so in der, ab der 8. bis der 12. Schwangerschaftswoche, keine Ahnung. Irgendwann um den Zeitraum werde ich das hochladen. Aber jetzt ist es, denke ich, noch zu früh. Ich habe auch gerade schon nachgeschaut. Ich bin sehr wahrscheinlich jetzt laut Rechnung und laut der Periode bin ich jetzt 4 plus, also 4 Wochen und 6 Tage oder so. Also 5. Woche bin ich jetzt. Und das ist echt früh noch dafür, um das euch mitzuteilen. Krass. Krass, ey. Oh mein Gott. Oh Mann. Ich finde das so heftig, Leute. Glaubt mir das nicht. Vor allem, guck mal, wie meine Haare jetzt abstehen. Vor allem, ich schaue ja so gern Vivis Familienbande. Und die liebe Vivi, die ist jetzt mit dem 4. Kind schwanger. Und ich habe mir noch so gedacht, oh, wie süß, ich kenne ihn das so. Und ich finde das so süß, wie die mit den Kindern umgeht. Und allgemein, ich finde die Familie irgendwie so süß. Und keine Ahnung, und durch die habe ich irgendwie auch so einen Kinderwunsch bekommen. Und dann, zack, bin ich einfach schwanger. Na gut, ihr Lieben, ich will jetzt nicht, dass das Video zu lang wird. Eigentlich solltet ihr nur gucken, wie der Live-Test war. Und wie ihr seht, bin ich also schwanger. Und ja, also freut euch auf viele weitere Schwangerschafts-Updates und ich werde noch mal ein Video machen und ja, vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen und noch, ja, einfach und einfach noch ein bisschen drüber labern, ne? Einfach so eine quasi Stunde, ja, nicht eine Stunde, aber so, keine Ahnung, 10 Minuten oder so. Ja, Juliette freut sich auch. Ja, okay, liebe Leute, ich hoffe, ihr seid auch so froh oder gespannt drüber, über die nächste Schwangerschaft. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich weiterhin verfolgt und einfach mal gucken, was es wird. Wir haben ja schon so im Kopf, dass es Zwillinge sind, aber das wäre ja echt krass. Aber es wird, denke ich mal, garantiert jetzt ein Junge sein. Das sagt jeder und ich habe es auch so im Gefühl. Ich wünsche euch noch alles Liebe und für alle Schwangere da draußen, die jetzt auch vor kurzem schwanger geworden sind, freue ich mich auch riesig und sage ich schon mal herzlichen Glückwunsch. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann, meine Süßen. Ciao.